Das hätten sie ruhig früher einführen sollen. Dass jeder Aussichtspunkt eine Schnellreise ist. Neuer Schand für ihre Crew. Ich habe noch keine Crew. Geldgewinn gering. Manuskript. Betrunkene Piraten. Ach, sind das die Freunde, die uns geholfen haben da? Die dann einfach aus der Gasse kamen. Ach da. Wir werden auf den Baum müssen. Ah, das hat weh. Und mein Zucker? Verzeih den plötzlichen Abgang. Ein kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spaniern nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es, doch mein Spanisch ist muy maldad. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Was, in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Die Wachen verfolgen. Mit den Adleraugen können sie interessante Dinge finden. Wenn sie es benutzen, werden Tiere und Gegner in Rot sowie Zielpersonen und Missionsziele in Gold dargestellt. Also so wie immer. Man fragt sich aber wieder, warum kann das Edward? Okay. Was dagegen? Gleicher Stammbaum wie alter ihr. Na, erklärt schon alles. Bonnet. Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Still. Ich fürchte, die wissen von uns. Sei leise. Oh, vielleicht teilen wir uns auf, um sie zu verwirren. Das war deine beste Idee heute. Malum, malus, filiuriam. Buenos dias, señores. Ihr seid spät. Ja, señor. Si, das tut uns sehr leid. Unser Captain hängt uns auf. Das wäre Captain Mendoza? Ja, Senor. Er freut sich sehr, euch zu treffen. Er muss nur vorher noch zu einer Hinrichtung, Senor. Hinrichtung? Ich liebe Hinrichtungen. Ja, Senor. Sehr amüsant. Ist doch die gleiche Synchronstimme wie Rodriguez. Assassin's Creed 2.
Und vor allem, wenn Captain Mendoza die Falltür öffnet. Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Natürlich, Senor. Captain Mendoza wird euch gerne bezahlen. Wir haben Fracht geladen, Zucker und dergleichen. Exzellent. Einmal hier rum. Die Glocke, Senor. Die Hinrichtung wird bald beginnen. Dann sollten wir nicht träumen. Ja, Senor. Gehen wir. Ich glaube, jetzt werden die sich nicht mehr umdrehen und gucken, was hinter ihnen passiert. Ja, auch ein bisschen akrobatisch unterwegs. Ich verliere sie. Das Gespräch belauschen. Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Ich will nicht den ganzen Tag auf den Captain warten. Das geht ganz schnell, Senor. Captain Mendoza muss den Mann nur hängen. Und dann wird er euch euer Geld bringen. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak und Zucker. Si. Wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Barbados, sehr frei. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit von Zauberer. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Ein Anfang. Soll ich ihn dann zum Castillo begleiten? Nein, Senor. Captain Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Wir werden sehen. Ist dieser Ries euer Captain Mendoza? Nein, Senor. Das ist El Tiburón, einer von Gouverneur Torres Männern. Den Kapitän verfolgen. Und statt auf der Karte müssen wir jetzt immer Escape drücken, um zu wissen, was los ist. Haben wir ja alles richtig gemacht. Ich mache wieder so viele Flüchtigkeitsfehler. Aber solange ich nicht sterbe und alles schön auf 100% mache. Castillo San Salvador de la Punta. Wir hätten vom Heuhaufen kommen müssen. Alter Wichser,
Oh, jetzt ist er da ganz hinten in der Ecke. Wie sollen wir den denn jetzt ausrauben? Ist das jetzt euer Ernst? Wie soll ich das jetzt machen? Ach nö. Wieso ist er jetzt keine Kiste mit Munition mehr? Will er mich verarschen? Ist nicht der euer Ernst? Im Gefängnis ist fortzuschleichen. Okay. Ich brauche euch, Mädels. Bisschen schneller, wenn es geht. Bombe! Flieg! Fünf Gegner entwaffnen.
Bombe! Bam! Eine Attentatserie mit 5 Gegnern erreichen. Er sollte sich doch festhalten. Da hätte ich es einfach machen können. Einfach von der Seite rein. Aber ich bin ja nicht gestorben. So, waren das jetzt alle? Das habe ich mir anders vorgestellt. Alles da. Die Bonne treffen. So stealth-mäßig lief die Mission jetzt nicht, aber ich hab sie hingekriegt. Und den Zucker konnten wir natürlich nicht einfach so mitnehmen. So, da sind wir. Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig, befreit. Oh Gott, das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein, ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, Duncan. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Sozusagen. Ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Hätte ich das mal jetzt gewusst. Mann, Mann, Mann. Ich habe die Mission natürlich sofort auf 100% nachgeholt und
Ich werde zukünftig dann auch genauer hinschauen, dass ich auch die optionalen Missionsziele mitkriege, damit mir das nicht wie hier und auch in der Folge 3 passiert. Ab Folge 5 wird es dann auch nochmal einen Grafikschub geben. Bis dann.